weiß. Wir sind heute hier in Bad Homburg bei dem Firmensitz von Alete, wo wir gleich hingehen werden. Und wir wollen versuchen, Alete den Preis für die dreisteste Werbelüge des Jahres zu verleihen, den goldenen Windbeutel 2017. Dann würde ich sagen, gehen wir mal los. Mehr als 73.000 Verbraucherinnen und Verbraucher haben bei der Wahl mitgemacht. Und jede zweite Stimme ging dabei an den Babykeks von Alete. Das ist ein eindeutiges Votum und das zeigt, dass Verbraucherinnen und Verbraucher dieses Verhalten von Alete nicht länger tolerieren und den Hersteller als dreisteste Werbelüge des Jahres bezeichnen. Vor allen Dingen Eltern müssen sich darauf verlassen können, dass Babyprodukte von Babynahrungsherstellern auch tatsächlich babygerecht sind. Alete bewirbt mich für Säuglinge ab dem 8. Monat, obwohl ich zu 25% aus Zucker bestehe. So viel Zucker fördert bei den Kleinen doch höchstens Karies. Um dem Gewinner alle Ehre zu erweisen, haben wir nicht nur eine kleine Urkunde mitgebracht, sondern auch eine große. Alete muss sich endlich an die Ernährungsempfehlungen der Weltgesundheitsorganisation halten. Das heißt, für Beikost, für Säuglingsnahrung kein Zuckerzusatz reinzumischen. Und für den Babykeks würde das bedeuten, den kann man nun mal nicht ab dem 8. Monat empfehlen. Dieses Produkt gehört vom Markt genommen. Wir würden dann jetzt einmal Kontakt aufnehmen, oder? Ja. Jetzt einmal versuchen, telefonisch Kontakt aufzunehmen und fragen, ob jemand rauskommt und für ein Gespräch zur Verfügung steht. Das Gute, es geht keiner ran. Ja, bei Alete geht leider niemand ans Telefon. Anrufsbeantworter gab es auch nicht, aber wir können ja mal versuchen, ob wir drin jemanden erreichen können. Wir müssen leider das Gebäude verlassen. Vorne können Sie Aufnahmen machen, aber wir können nicht. Steht jemand von Alete zum Gespräch zur Verfügung? Okay. Vielen Dank. Also wir sind gerade in das Gebäude reingegangen und haben versucht, mit Alete persönlich Kontakt aufzunehmen, um den Preis, den goldenen Windbeutel, zu überreichen. Aber wir wurden des Gebäudes verwiesen. Das ist natürlich sehr schade, dass Alete sich gar nicht dazu äußern möchte und dass auch niemand den goldenen Windbeutel von Alete annehmen möchte. Alete schreibt hier in einer nur schriftlichen Stellungnahme, das Produkt sei ja ganz legal, alle gesetzlichen Vorgaben werden eingehalten. Wenn man sich hier darauf zurückzieht, dass man sich an die gesetzlichen Vorgaben hält, zeigt gerade, dass die gesetzlichen Vorgaben verbessert werden müssen. Aus unserer Sicht muss damit Schluss sein, ganz einfach deshalb, weil die Experten nicht ohne Grund solche Empfehlungen aufstellen. Babys sollen ausgewogene Ernährung lernen und keine zuckrige Ernährung. Wir lassen die Urkunde hier, um klarzumachen, dass wir uns nicht einfach abspeisen lassen. Wir werden dranbleiben. Wir werden den Hersteller weiterhin kritisieren, wenn diese Produkte weiter als babygerecht verkauft werden.